Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. So, ich habe mich kurz um meinen Mod gekümmert. Mein Mod ist wieder da. Und ja, ich kann jetzt wieder speichern. Ihr seht hier, Spiel speichern. Ich habe jetzt hier einmal die No-Schnaps-Version, also da braucht man jetzt gar keinen Retter-Schnaps mehr im Inventar. Das erste, was ich hatte, war diese Schnaps-Version. Da musste ein Schnaps im Inventar verbleiben. Und ja, jetzt habe ich halt die No-Schnaps-Version. Das heißt, ich kann komplett ohne Schnaps speichern. Das ist auch gut so, denn ja, ich finde also, Speicherfunktion muss schon gegeben sein. Sonst, wie gesagt, irgendwann hinkt der Spielspaß dann hinterher, wenn man ständig stirbt und wieder alles von vorne machen muss. Vor allem, wenn man Let's Plays macht und dann, ja, euch nicht damit langweilen will, alles nochmal zu machen. So, genug der vielen Worte. Töte die Banditen. Was ist A? Berichte Hauptmann Bernhard, was du von Rotschopf erfahren hast. So, wir haben jetzt natürlich beide Quests offen. B und A, töte die Banditen. Ich denke mal, Banditen töten ist in dem Fall dann, ja, nicht einfacher direkt, aber ich sag mal, es liegt auf dem Weg. Die sind hier, töte die Banditen. Ganz schön großes Gebiet. Was war denn das? Geräusche tun sich auf. Ja. Die Frage ist, wo fange ich an? Hier ist ein Lager, hier, das ist schon ein sehr großer Bereich hier alles, ne? Wo ist es denn? Hier hinten? Ich will halt auch nicht direkt gleich voll reingaloppieren, sondern ein bisschen sneaky vorgehen. Ich versuche einfach mal hier jetzt so ein bisschen mal vorzulaufen. So, jetzt bin ich anscheinend nämlich schon drin. Hier ist Wasser. Das ist schwierig. Aufgabe abgeschlossen. Töte die Banditen. Was? Hä? Ach, waren das die Banditen? Kommst du jetzt raus da? Waren das die Banditen, für die ich Bernhard das Ohr gebracht habe? Das wäre natürlich wunderbar. Okay, gut, dann können wir jetzt Rotschopf sagen. Die Banditen sind tatsächlich tot. Hey, ich frage mich nur, warum hat das Spiel das nicht gleich kapiert? Da stand ja dran, Lüge. Huch, wo bin ich hier? Nein, hier. Ah, ist das kompliziert. So. Also, Rotschopf, die Banditen sind Geschichte. Ich bringe frohe Kunde. Jetzt schon? Ich guck auf den Boden, warum? Ich bin ihnen begegnet und habe sie aus dem Weg geräumt. Wirklich? Das ist toll, aber... Was? Aber was? Ich habe Angst, zum Gestüt zurückzukehren. Immerhin bin ich weggelaufen und Gott weiß, was sie davon halten. Ob sie hier wieder mit mir reden? Ich könnte sie fragen. Geh einfach hin und schau, was passiert. Versuch es einfach. Dann siehst du, ob sie dich fortjagen oder nicht. Ich hab keinen Bock, dahin zu rennen. Wenn du es ihnen erklärst, verstehen sie es bestimmt. Schätze, du hast recht. Hab Dank und möge der Herr dich beschützen. Hätte ich gesagt, ich gehe mal gucken, dann hätten wir jetzt dahin reiten müssen und die fragen und dann wieder zurückreiten müssen und dann wieder hinreiten müssen und, lass mal sein. Er soll einfach hingehen und fertig. Wir könnten ihn auch mitnehmen, so ist es ja nicht. Er könnte hinten drauf sitzen, aber offensichtlich läuft er lieber.
So, und wir müssen weg von Talmberg. Da sind wir nicht so gern gesehen. USA, da hinten. So, willst du wirklich nicht mit? Nein? Nur gut. Also er will offensichtlich nicht mitreiten, deswegen reiten wir halt alleine vor. Wo geht's denn lang? Hier geht's lang. Gut, Vollgas. Mit Vollgas durch den Wald. Und ich versuche da jetzt heil durchzukommen, ohne runterzufallen. Ist nämlich gar nicht so einfach. Ja gut, hier sind jetzt die Bäume wieder ein bisschen weiter auseinander. Aber wenn es da so eng ist, dann ja. Das ist ein bisschen tricky. Das ist jetzt halt wie hier wieder wahrscheinlich so ein halber Weltmarsch. Bis ich wieder da bin. Oh, oh, oh. Nicht runterfallen. Hier ist schon wieder ein Fluss, das gibt's doch nicht. Ja, diese kleinen Kackflüsschen. Das sind alles so Stellen, wo ich dann langsamer werden muss. Und dann eventuell die Kumanen kommen können. Das ist mir gar nicht so recht. Naja. Oha, das ist eng. Viel Gestrüpp. Ah. Ah, okay, wir sind wieder raus aus dem Gestrüppwald. Ja. So, zurück zum Gut. Im Vollgas. Takt. Vollgas-Takt. Sowas. Ah, wir sind schon da. Wunderbar. Da sind auch schon wieder die Pferde. Da kann ich mich wieder dazu gesellen. So, und schön eingeparkt. Pegasus, du wartest hier. Kannst deinen Kollegen was erzählen. Und ich spring mal eben zum Bernard. Und du hältst die Klappe. Ja, ja. Lass mich in Ruhe. Oh, die haben hier aufgeräumt. Gott schütze dich, Heinrich. Die Leichen entfernt, endlich mal. Gott sei mit dir. Ich weiß, wer Neuhof überfiel. Ich habe von Rotschopf erfahren, was geschehen ist. Dann raus damit! Rotschopf floh, weil er einen der Banditen erkannte und fürchtete, dass sie zurückkommen, um ihn zu töten. Nun, er hatte recht. Sie haben nach ihm gefragt. Wen hat er erkannt? Seinen Namen wusste er nicht. Einen hinkenden Kerl aus Uschitze. Gut. Da du schon so weit gekommen bist, kannst du dich auch in Uschitze umhören. Wir haben hier genug zu tun. Herr Ratzig wird dir mehr dazu sagen. Er will dich sehen. Also los, wenn du noch nicht bei ihm warst. Trophäen übergeben. Ich habe Trophäen. Zeig her. Das haben sie verdient. 5-mal Ward des Kuman. Boah. Okay, cool. Also dem können wir alles Mögliche bringen an Ohren. Das ist ein Ohrensammler, der Bernard. Der hat immer ein offenes Ohr für uns. Ja, falsch. Wo ist mein Pferd? Da sind die Pferde. Hund, geh weg. Mit deinen roten Augen. Lass mich in Ruhe. So, hier ist Pegasus. Ja. So, Ledetschko, da sollten wir uns nicht blicken lassen. Talenberg auch nicht. Uschitze. Ja, naja, gut, da können wir noch hin, ohne dass wir jetzt gleich verhaftet werden. Würde ich mal sagen, reisen wir schnell hin. Achso, nee, da müssen wir ja gar nicht. Wir müssen ja... Herrn Ratzig? Hey, ist der da? Wie, kapier ich nicht. Hey, wir waren doch gerade bei Bernard. Ach, der ist hier. Was macht denn der da? Steht er da einfach gechillt an der Wand? Hey, ha. Nun, was betrübt dich? Ja, krass. Mein Herr,
Ich konnte eine Spur finden, die zu den Banditen führt. Ausgezeichnet. Bernard berichtete mir bereits davon, aber ich möchte es aus deinem Munde hören. Alles oder nur das Wesentliche, Herr? Du entscheidest, was du für wichtig hältst. Sehr komisch. Man sieht ihn gar nicht mehr so oft reden. Also die haben teilweise die Szenen hier angepasst, habe ich so das Gefühl. Mit dem Update. Komisch. Die ganze Geschichte, die Kurzfassung. Du entscheidest, was du für wichtig hältst. Ich sag mal, die ganze Geschichte. Rotschopf, einer der Stallburschen aus Neuhof, floh von dort und versteckte sich bei ein paar Köhlern. Ich muss sagen, von denen gibt es dort viele. Ich hätte nie gedacht, wie viele Öfen und Eisenschmieden sie beliefern müssen. Wohl wahr, aber bleib bei der Sache. Ja, Herr. Ihn zu finden war nicht leicht. Er hielt sich versteckt und das aus gutem Grund. Die Banditen wollten ihn töten, weil er einen von ihnen erkannt hatte. Erzählte er dir, was geschehen war? Er sagte, es war nicht eine Bande, sondern zwei. Die einen bekamen Angst, als das Gemetzel begann. Sie wollten wohl nur Beute machen und stritten mit den anderen Banditen. Sie gerieten im Wald aneinander und dabei wurde einer getötet. Der Rest verstreute sich. Konntest du herausfinden, wohin? Einer von ihnen ist aus Uschitze. Ich weiß genug über ihn, um ihn aufzuspüren. Gut, aber die Halsabschneider kennen ihn sicher auch. Wenn sie sich rächen oder ihn zum Schweigen bringen wollen, musst du ihn zuerst erreichen. Lass alles stehen und liegen und folge seiner Spur. Finde heraus, was er weiß und erstatte mir Bericht. Ich reite zu unserem Lager nach Merhoyet und kümmere mich um die Sicherheit der Region. Ja, Herr. Ja, in Merhoyet. Weshalb nach Merhoyet? Ja, warum? Weshalb nach Merhoyet? Es liegt im Zentrum der Ereignisse, nicht wahr? Außerdem befindet sich dort ein weiteres Gestüt. Oh ja, Herr, stimmt. Glaubst du, sie werden das noch einmal tun? Das bezweifle ich. Alle sind jetzt in Alarmbereitschaft. Die abgelegenen Dörfer sind leichtere Ziele. Dort leben nur wenige Menschen, die auf ein großes Gebiet verstreut sind, und wir können nicht alle beschützen. Aber dort werden die Banditen kaum Silber vorfinden. Ein, zwei Groschen finden sich immer. Und etwas Essbares. Außerdem, wie viel Silber hat ihnen das Abschlachten der Pferde eingebracht? Wohl wahr. Sie hätten sie stehlen und verkaufen können. Das waren gute Tiere. Richtig. Es geht also nicht um Silber, sondern um etwas anderes. Aber um was? Das gilt es herauszufinden. Sie wollen Angst schüren, damit niemand einen Mucks macht oder die Hand gegen sie erhebt, wenn sie kommen, um zu morden. Angst, die einen erstarren lässt. So wie ein Hase im Angesicht eines Habichts erstarrt. Unfähig, etwas gegen den drohenden Todesstoß zu unternehmen. Es gibt Neuigkeiten über die Untersuchung? Ich habe Neuigkeiten über die Untersuchung, Herr. Gut, sprich. Die Spur führt nach Uschitze? Die Spur führt nach Uschitze. Einer der Banditen kommt von dort. Sie nennen ihn den hinkenden Heinz. Was? Verstehe. Was noch? Wann mehr konnte ich nicht herausfinden, Herr. Nun gut. Erstatte mir Bericht, sobald du etwas Neues erfährst. Gut. Sehr komisch, dass man jetzt in diesen Szenen nicht mehr sieht, wie die miteinander reden, sondern tatsächlich aus der aus der First Person. Seltsam. Naja, egal. Die Synchronität der Lippen stimmt immer noch nicht. Ich hoffe, die Synchronität meines Spiels stimmt. Was ist denn? Verdammt. Du hast mich angerabbelt, nicht ich dich. So. Ja, mit euch auch. Uschitze. Spüre den Banditen vom Überfall auf. Suche das Neuhofer Gestüt. Neuhofer Gestüt in Uschitze? Warum? Ach so, vom Überfall auf das Neuhofer Gestüt in Uschitze. Die Müdigkeit. So, ich könnte jetzt theoretisch schnell reisen. Ich glaube, das mache ich auch. Einfach nur, weil es schneller geht. Und dann... Ich könnte mir auch angewöhnen, mehr tatsächlich über Feldwege zu reiten, anstatt immer querfeldein. Ist vielleicht auch ein Stück weit einfacher dann. Finde heraus, wo der hinkende Bandit wohnt.
So, jetzt ist es natürlich... Wo ist mein Pferd? Pferd ist weg. Naja, ist egal, kann man rufen. Ich mach mal eine Fackel an, sonst kriegen wir gleich wieder Ärger. Habe ich überhaupt eine Fackel? Ja, gut. So. Mit Fackel. Vielleicht kann ich mit dem Wächter reden. Gelobt sei Jesus Christus. Kennst du den Kerl mit dem Hinkebein? Ich suche nach einem Kerl, der hier wohnt. Seinen Namen weiß ich nicht. Kennst du einen, der hinkt? Muss dieser Kleinbauer Heinz sein. Ja, genau. Weiß nicht, was zum Deivel du von ihm willst. Und mir ist es auch gleich. Hat am Dorfrand eine Hütte, in der Nähe vom Bach. Ja, danke schön, das reicht mir schon. Am Dorfrand in der Nähe vom Bach, so. Erstens, wo ist der Dorfrand? Zweitens, wo ist der Bach? Hier ist der Bach. Und hier ist Heinz' Hütte, offensichtlich. Wo ist es? Da hinten. So, ich statte Heinz einen Besuch ab. Zu Fuß. Weil mein Pferd ist gerade in der Wartung. Bei ATU. Da kriegt's neue Hufeisen. Und zugleich auch einen neuen Schweif. Denn der hat ja nix. Der wird dann gleich mit ausgetauscht. So. Ist es das? Kleinbauer Heinz. Woher haben die den Namen Heinz? Der Name Heinz ist niemals gefallen. Der hinkende Heinz. Also ich habe den Namen Heinz nicht einmal gehört. Ich weiß nicht, warum alle ihn Heinz nennen auf einmal. Oh, was ist hier los? Was ist denn hier los? Von der Versammlung. Was ist das? Was geht denn jetzt ab? Ich bitte euch, Leute, geht weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Wenn es das ist, was du nichts zu sehen nennst, würde ich gern wissen, wie was zu sehen bei dir aussieht. Beim heiligen Petrus. Ich kann nicht mehr. Wir müssen Herrn Hanusch benachrichtigen. Das ist vielleicht gar nicht notwendig. Wer bist du? Heinrich aus Galitz. Ich stehe im Dienste von Hanuschs Hauptmann Bernhard. Und untersuche den Überfall auf Neuhof. Das könnte vielleicht damit zusammenhängen. Nun, ich bin der Vogt von Uschitze. Und ich sage dir, solche Art von Ärger können wir hier nicht gebrauchen. Was lässt dich denken, das hier hätte etwas mit Neuhof zu tun? Was denn passiert überhaupt? Einer der Leute vom Gestüt hat unter den Banditen einen Uschitzer erkannt. Wir haben hier bei uns keine Banditen oder Mörder. Ach ja? Es heißt, er würde hinken. Verflucht. Nun darf ich vorstellen... Der hinkende Heinz. Oder was von ihm übrig ist. Na toll, unser einzigster Verdächtiger. Ach, herrje. Sakra. Was zum Henker? Warum kann es nicht mal leicht sein? Ich sollte mich umhören und den Leuten ein paar Fragen stellen, wenn ihr nichts dagegen habt. Mitnichten, du kannst mir den ganzen Schlamassel sehr gern abnehmen. Ich weiß zwar nicht, was du jetzt noch herausfinden möchtest, aber nur zu, frag so viel du willst. Okay, da haben sie den hinkenden Heinz wohl, aus dem haben sie hinkendes Heinz Ketchup gemacht. Ja, wer war der hinkende Heinz? Wer war der hinkende Heinz? Naja, ja. Ein armer Kleinbauer und Schurke. Überrascht mich nicht so, dass toll, jetzt ist die Tür offen. Ist. Und man sieht ihn. Er hat sich mit allerlei hängen. Gewürm umgeben und ist immer in Schwierigkeiten geraten. Raufereien im Wirtshaus und dergleichen. Warum hinkt er? Vor allem, warum müssen wir ihn jetzt die ganze Zeit Woher hat er das ansehen? Von irgendeiner Schurkerei oder Rauferei. Lange her. Kann da nicht mal jemand die Tür zumachen? Führte er in letzter Zeit etwas im Schilde? Weiß nicht. Die letzten paar Tage ging er nirgendwo hin, war die ganze Zeit zu Hause. Aber er hielt immer alle aus dem Dorf auf Abstand. Hatte er Freunde oder Verwandte im Dorf? Keine.
War ein Eigenbrötler. Hab ihn schon lange nicht mit irgendwem gesehen. Na, jetzt sieht man ihn wenigstens nicht mehr. Das war ja übel. So, wo war er in der Nacht, als Neuhof überfallen wurde? Weißt du zufällig, wo er in der Nacht des Überfalls auf Neuhof war? Nein, hielt sich von anderen fern. Und man wusste nie, ob er weg war oder sich daheim verkrochen hat. Na, jetzt weiß man, wo er ist. Er hängt da hinten an der Wand und gibt einen seltsamen Buchstaben ab. Wann wurde denn der Leichnam entdeckt überhaupt? Wann habt ihr die Leiche entdeckt? Ist irgendwem etwas aufgefallen? Gerade eben. Keiner hat was gesehen oder gehört. Ich weiß nicht, wie die ihn so ausnehmen konnten, ohne dass jemand seine Schreie hörte. Hm. Vielleicht war es irgendwas Rituelles oder so. Und noch etwas wegen Heinz. Vielleicht, ich weiß nicht, haben die den irgendwie betäubt oder wer weiß, da ist gar nichts mehr. Deswegen, gut, lassen wir es gut sein. Kann ich da jetzt reingehen und das Ganze untersuchen? Torso. Aufgeschnitten. Also ich glaube, das ist in Ordnung auf YouTube, nur ja, sexuelle Inhalte gehen nicht. Aber das geht, glaube ich, schon klar. Was zum... Offenbar hat ihm jemand den Schädel eingeschlagen. Haben sie ihn zuerst umgebracht und dann ausgeweitet? Das würde erklären, warum keiner etwas gehört hat. Tatsächlich, hier ist so eine richtige Beule drin. Der Torso... Was zum... Achso. Offenbar hat ihm jemand den Schädel eingeschlagen. Haben sie ihn zuerst umgebracht und dann ausgeweitet? Das wird... Heilige Maria, welch Martha! An dem haben sie Mordsarbeit geleistet. Aber wieso hat niemand etwas gehört? Mordsarbeit, das stimmt allerdings. Aber was steht denn hier? Judas. Das könnte eine Warnung sein. Aber für wen? Und wieso? Ob sich seine Bande zerstritten hat? Und einen schreibkundigen Banditen sieht man ja auch nicht alle Tage. Stimmt, da hat quasi jemand konnte schreiben. Oh, da liegt eine geteerte Jacke. Eine Rüstung? Er war wohl doch kein gewöhnlicher Kleinbauer. Und den Blutspuren nachzuurteilen, lebte er so, wie er starb. Wie im Blut, oder was? So, ja. Ich weiß nicht, gibt's hier noch mehr zu erkunden? Wahrscheinlich sollen wir uns hier noch weiter umschauen, Columbo-mäßig. Stehlen können wir auch. Mal gucken. Oh, ist nichts drin. Und hier gibt's ein bisschen Branntwein, aber da klauen wir jetzt nichts. Und wir sind ja hier am Durchforsten. Ja, schwierig. Ist ein bisschen mager mit Spurensuche hier. Gegenstand kochen. Feuer entfachen. Ja. Gut, ich sehe da jetzt hier nichts mehr Großartiges. Jetzt Blutspuren. Da waren doch hier auch noch Blutspuren an der Wand. Ja, aber nichts machen mit. Ne. Ja, dann, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht weiter. Gelesen haben wir schon. Torso haben wir angeguckt. Kopf haben wir angeguckt. Ja, dann müssen wir wohl noch weiter suchen. Aber das, meine Freunde, machen wir dann erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Kingdom Come Deliverance. Und dann muss ich dieses, ja, dieses entstellte Opfer hier nicht mehr länger angucken. Und dann... Himmel! Ja. Pass auf, wo du hingehst! Entschuldigung. Okay, die Dorfbewohner sind jetzt wieder nach Hause gegangen. Alles ist wieder gut. Und dann reden wir mal mit dem Vogt. Machen wir hier mal zu. Muss ja nicht jeder sehen. Und ja, das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Wie gesagt, wenn es wieder heißt, Time to Play hier bei Kingdom Come Deliverance. Also morgen. Und bis dahin macht's mir gut, meine Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ciao!